So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem... Fliegt der ganze Mülleimer um, weil es jedes Mal so windig ist hier. Ich sitze nämlich im Hochhaus draußen am Außendeck und da fliegt immer der Superman vorbei und nimmt den Müllsack mit. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ihr wisst, ich esse gerne Samyang-Nudeln. Ich habe natürlich auch diese Samyang-Curry schon getestet. Ich fand die damals richtig brutal, sehr scharf, richtig genialen Curry-Geschmack. Also wer Curry liebt, der wird diese Nudeln lieben. Mir war es dann irgendwie ein bisschen sogar zu viel Curry, zu speziell, diese extreme Curry-Note, wo ich dachte, die brauche ich nicht mehr. Nach kurzer Zeit habe ich gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wie die schmecken. Die haben doch gut geschmeckt. Trotzdem irgendwie haben mir die wieder geholt und war wieder total begeistert und überfordert gleichzeitig von diesem intensiven Curry-Geschmack. Jetzt wollte ich unbedingt nochmal Curry holen, weil ich Curry Samyang mit Currybohnen probieren wollte, da ich letztens Currybohnen hatte. Die waren richtig stark. Konnte ich jetzt noch nicht machen, habe erst noch keine bekommen und Silvio kam auf eine richtig gute Idee. Wieso macht man nicht mal Currywurst mit Curry Samyang? So eine Currywurstpfanne mit Curry Samyang. Ich habe mir jetzt hier diese fette Packung Currywurst-Dinger organisiert. Werde jetzt, so wie ich das immer mache, also meine Samyang zubereiten und dann in der Pfanne ein bisschen gewascht anbraten, die Nudeln mit dabei. Diesmal also nicht die Nudeln normal, sondern die Nudeln auch in der Pfanne anbraten, das alles zusammen und dann mal gucken, wie es schmeckt. Danke an Silvio Scheinux für die Idee, für den Tipp, für das Experiment Samyang Curry mal anders als Currywurst mit Nudeln. So, das Wasser ist aufgesetzt im Wasserkocher. Das ist jetzt doppelt gemobbelt, aber mir egal. Ich packe wie immer meine Samyang-Nudeln jetzt hier in diesen Topf. Gucken, ob das reinpasst. Normalerweise passen die immer nur, wenn die runden Netze sind, weil das ja eh dann eher wie eine Suppe zubereitet werden soll. Das hier müsste wieder ein rechteckiges Netz sein. Dürfte normal nicht reinpassen, passt aber jetzt rein, weil es kaputt ist. Ist eh schon durchgebrochen in der Mitte. Adi-Schatz ist auch am Start. Adi-Schatz, Nudeln. Adi ist nämlich auch Samyang-Liebhaber. Jetzt könnt ihr wieder durchdrehen und ausrasten, dass der hier auf dem blöden Ofen rumrennt. Das ist mir aber auch egal. Ich tue jetzt das hier reinlegen und warte, bis das Wasser kocht. Gieß das drüber und mach mir die Nudeln erstmal so, wie ich die normalerweise esse. Hier habt ihr die zwei Tütchen, die Flakes und hier auch diese Curry-Bulldog-Soße. Und ich werde von dem gekochten Wasser dann extra 8 Löffel in die Pfanne geben, weil man das ja normalerweise mit 8 Restlöffeln Wasser anbrät. So, das Wasser ist jetzt fertig gekocht. Wir knallen es mal kurz hier drauf. Einfach den ganzen Hütscher. Obwohl, nee. Nur so, bis das schwimmt. Obwohl doch. Obwohl, nee. Ach komm, wir hauen es einfach drauf. Ist egal, ist eh nicht mehr so viel. Und ich möchte jetzt schon was machen, was ich eigentlich dann erst machen wollte. Wir nehmen uns schon mal die Pfanne, das nehme ich noch alles aus und gießen gleich mal 8 Löffel ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Das soll jetzt hier ein bisschen weicher werden. Das stellen wir jetzt einfach hier hinten hin, dass das weicher wird. Haben die 8 Löffel jetzt Wasser in der Pfanne, die eigentlich zurückbleiben sollen. Weil man das ja, wenn man das anbrät, die anderen Sachen dazu packt, möchte ich jetzt schon mal die Flakes hier mit reinhauen. Ja, das hier jetzt nicht eben, jetzt sammelt sich natürlich das alles in der Pfanne ab. Dass die Flakes, die dann auch gleich mit gebraten werden, Krümel mal rein, das ist gar nicht so viel. Ich habe jetzt gedacht, das sieht richtig toll aus, wenn wir das da reinschmeißen, aber ja, sieht ein bisschen verloren aus. Ein paar Flakes sind dabei, nicht der Rede wert. Das beim Curry ist immer ganz speziell, die Soße. Während das andere immer ein bisschen ölig und rötlich schmierig herkommt, hast du ja bei den Currynudeln eigentlich einen richtig dicken Brei. Also normalerweise ist das richtig dicker Brei, irgendwie ist es jetzt doch flüssiger. Hä? Liegt schon zu lange. Habe ich vom Fahrer bekommen. Was hast du damit gemacht? Wo ist der Pflaumus hin, den ich sonst immer aus dem Currybeutel rausquetsch? Ich sehe gerade keinen Pflaumenmus. Das sieht irgendwie anders aus. Ja, und das könnte man jetzt ein bisschen hier schon mal so verteilen, dass das nicht so schwierig aussieht. Da müssen dann gleich die Nudeln drauf.
und dann wird diese Soße in die Nudeln reingebraten, die Nudeln angebraten und so mache ich das sonst ja nicht. Diesmal mache ich es extra für Silvio. Wir müssen aber noch unsere Wurst schneiden. Das heißt, wir müssen nochmal wechseln, damit wir die Wurst schneiden können. So, jetzt habt ihr einmal den Teller voll mit Curry Star. Wir sind mehrere Leute, ich möchte das aber jetzt erstmal so testen. Das heißt, so egoistisch wie ich bin, packe ich mir wirklich genau nur eine Wurst hier raus. Guckt euch diese fette lange Wurst an mit viel Schleim dran. Sieht übrigens sehr genial aus. Die anderen Würste ignorieren wir, schneiden das jetzt hier in Scheiben. Das wird dann in die Pfanne gehauen. Ich glaube, für eine Packung Samyang eine Wurst müsste reichen. Es sind halt sehr große Würste. Ich kenne jetzt nicht einen Shinnok seine Wurst. Die hat er mir nie gezeigt. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Wurst da dran ist. Aber eine dürfte passen, dürfte reichen. In der Zwischenzeit sind, denke ich mal, auch die Nudeln ein bisschen weich geworden, sodass wir die dann abgießen, mit in die Pfanne geben und dann den Ofen anmachen. Muss ich erstmal gucken, wie. Ich habe noch nie irgendwie was auf dem Ofen hier gemacht. So, das sieht gut aus. Das legen wir rüber. Das schmeißen wir jetzt hier rein. Obendrauf auf diese... Ach komm, Löffel ist mit drin. Der wird auch mit angebraten. Perfekt. Wir gucken noch mal kurz nach den Nudeln hier hinten. Ob die Nudeln passen. Eigentlich sonst immer eine Gabel gehabt. Ist die Gabel. Eine Gabel. Nudeln sind... Reichen mir so, die werden ja eh jetzt, wenn die angebraten werden, muss das ausreichen. So, du kommst weg, du kommst hier rüber. Dich kipp mal hier rein. Diesmal müssen wir nicht ein bisschen von dem abgetropften Wasser übrig lassen. Wir können das richtig so machen, dass so gut wie nichts übrig ist, weil wir das Wasser ja schon in die Pfanne gegeben haben. Das heißt, wir stellen uns die Pfanne jetzt nochmal hier rüber. Denkt dran, den Löffel wollten wir ja mitbraten. Schmeißen uns die Nudeln hier rein. So. Haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Wir müssen da so ein bisschen rummachen. Und dann können wir hier eine super geniale Pfanne gleich auf den Herd stellen, rummachen, anbraten. Danke Silvio für dieses super Rezept. So, das haben wir jetzt ein bisschen rumgemacht. Seht ihr, die Nudeln haben jetzt eigentlich alle ein bisschen was von der Soße dran. Die Soße ist halt jetzt sehr flüssig. Das mag ich sonst eigentlich gar nicht. Ich möchte die immer schön breit da dran haben. Hinten haben wir angemacht. Schieben das mal hier hinter. Pupsi hat gesagt, wenn du was machst, mach's hinten. Ja, mach es hinten. Hier vorne, die ist viel besser. Aber hinten, die ist noch besser. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe es nicht. Ich lasse das jetzt hier so stehen und guck da mal, wie es aussieht, wenn es fertig wird. Oh mein Gott, es brennt! Nein, es brennt natürlich nicht, aber nach 100.000 Jahren hat jetzt endlich mal die Wurst angefangen zu brutzeln. Mann, 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 Silvio. Wie soll man denn da satt werden? Da verhungert man ja, bis das fertig ist. So, ich würde sagen, wir knallen das jetzt einfach hier drauf und sind fertig damit. Habt ihr das gehört? Da ruft die Wurst nochmal um Hilfe. Kommt jetzt hier rüber. Das dampft auf jeden Fall richtig schön. Pupsi will auch mal probieren. Da gebe ich mal kurz den Teller. Und dann gehe ich raus auf den Balkon. Und dann bin ich wieder klein und eingeschüchtert, weil ihn draußen jeder beobachtet. Also bis gleich. So, der Hannes ist noch da. Der Hannes, der will die restlichen Würste jetzt noch in der Pfanne machen. Das heißt, dazu braucht er diese Packung mit diesen langen Würsten. Ich will aber ganz kurz das Thumbnail machen, das Thumbnail zeigen. Also muss ich mir irgendwie den Teller hier nehmen, den Teller hochhalten und die Würste hochhalten und dann für das Thumbnail so mal ganz kurz reinhalten. Ich bring kurz die Würste weg, bin gleich wieder da und dann probieren wir mal, wie es schmeckt. So, die Wurst ist fort, der Hannes kümmert sich um die Wurst und ich bin ein bisschen irritiert, denn ich habe Pupsi kurz probieren lassen. Ihr wollt unbedingt mal den Geschmack haben und Pupsi ist die Erste, die mal sagt, ah, ist das scharf, es schmeckt richtig gut, aber es ist mir zu scharf, ich kann es gar nicht essen. Jetzt hat sie probiert und gesagt, hä, ich muss nochmal probieren. Es ist ja gar nicht scharf, ist das sonst nicht schärfer? Und das verwirrt mich jetzt, weil normalerweise regt ja Hitze die Rezeptoren an und eigentlich sagen die Leute, du musst das anbraten, damit die Soße in die Nudeln reinzieht und die Nudeln extra scharf werden. Ich habe die ja nie angebraten, weil ich immer dachte, wenn ich das anbrate,
da verdampft doch alles, es verdunstet alles und dann sind trockene Nudeln übrig. Ich möchte gerne die Nudeln haben und die ganze Soße, batsch, auf die Nudeln draufgeknallt, damit wenn ich esse, es überall hängt, überall klebt und ich die Soße komplett spüre, als dass die irgendwo sich verflüchtigt hat und verschwunden ist. Ich dachte, vielleicht wird es dadurch schärfer, okay, kann ja sein. Mir hat so gut geschmeckt, aber wenn Pupsi jetzt sagt, dass das gar nicht scharf war, da bin ich irritiert. Wir probieren erstmal kurz die Wurst, da war nämlich auch Soße dran und ja. Und das sind auf jeden Fall richtig gute Würste, wenn ich schon mal gesehen habe, diese fetten, großen. Gab es glaube ich im Aldi oder Lidl, im Lidl oder Aldi, ach ich weiß es nicht. Die schmecken gut, die sind richtig cool, die haben auch eine super Konsistenz. So angebraten, auch genial. Haben eine leichte Schärfe, du merkst das. Da klebt aber auch überall noch ein Batzen Soße dran. Kommen wir aber mal zu den Nudeln, weil das ist ja das Wichtigste. Wo ja auch so ein bisschen Flakes eigentlich mit dran sein sollen. Ich schon merke, dass das alles irgendwie so ein bisschen so eine Art Gummi ist und klebt und trocken, ja, es fühlt sich trocken und gummiartig an gerade. Ich glaube, Pupsi hat recht. Und ich merke das jetzt auch. Also, es ist nicht so, dass man keine Schärfe merkt, aber für mich fühlt sich das jetzt nicht mehr so scharf an, wie ich das sonst immer kenne, wenn ich die Currysoße einfach direkt auf die Nudeln mache. Die Nudeln sind jetzt auch viel trockener. Die haben auch teilweise einen ganz anderen Geschmack. Es schmeckt gut, es ist interessant, es ist was Leckeres, aber für mich hat das plötzlich nicht mehr dieses Samyang-Feeling, was ich sonst immer habe. Gehen wir mal hier rein. Wir können das halt nutzen, um so eine besondere Mahlzeit draus zu machen. Aber für das richtig normale Samyang-Feeling würde ich die doch lieber so essen, wie ich sie immer esse. Ah, ich muss immer noch sagen, es ist wirklich trotzdem sehr trocken und sehr klebrig. Der Geschmack ist okay. Es kombiniert sich gut, die Wurst mit den Nudeln. Wenn wir nochmal einen Nudelberg so kurz probieren. Also es ist auf jeden Fall wirklich sehr speziell. Ich kann mir nicht entscheiden, ist es jetzt gut, ist es schlecht, ist es nichts, ist es doch was. Du merkst auch jetzt richtig die Nudeln, dass sie richtig schön kross sind. Du hast Stellen dabei, die sind richtig knusprig. Du beißt dich da durch. Das ist auf jeden Fall interessant. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist was ganz anderes. Aber vielleicht kannst du das auch mit normalen Nudeln machen, wenn du andere Nudeln anbrätst. Weil eben dieser Samyang-Geschmack jetzt nicht mehr so krass da ist. Also gerade diesen großen Klotz, diese große Kugel, die ich hatte, habe ich draufgebissen, das hat für mich fast schon wie ganz normale Nudeln geschmeckt, die halt ein bisschen härter sind, knuspriger, halt angebratener. Nicht mehr dieses Samyang. Ich glaube, die Samyang wären mir dafür dann zu schade. Man kann mir ja so Currysoße trotzdem kaufen, dann da drüber machen, mit anbraten, hin und her. Schärfe kannst du immer irgendwie erzeugen. Die Wash kannst du auch so machen. Vielleicht müssen es nicht unbedingt die Samyang-Nudeln sein, aber danke für den Hinweis, Silvio, danke für das Experiment. Ich esse es auf, es schmeckt, aber ich glaube, anders schmeckt es mir trotzdem insgesamt besser, auch wenn das hier eine tolle Mahlzeit ist. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Darf ich vorstellen, der Samyang Nudelschaschlik. Aber eine so große Wurst ist, glaube ich, viel zu viel für eine Packung Samyang. Ich habe so viel Wurstscheiben gerade noch auf dem Teller und so wenig Nudeln noch da.
Alles klar.